Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück hier auf der NF-Marsch. Und ja, wir sind jetzt gerade schon auf dem Weg zur Düngerproduktion. Ja, es verwirrt mich gerade so ein bisschen, dass ich hier so viele Sachen mitkriege. Müssen wir überlegen, wer hier ist. Bei dem Dünger müssen hier hin. Aber könnten wir nicht theoretischerweise. Wird jetzt wahrscheinlich länger dauern, aber schauen wir mal. Genauso wie hier jetzt, auch wenn wir da jetzt Weizen reindonnern, ist ja kein Strom drin und Dünger auch nicht. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Weiß nicht, ob ich jetzt hier, ne, was mir jetzt hätte schenken können, aber. Wow. Alter, oder? Theoretisch könnte man jetzt auch nicht sagen. Man, ich hau da jetzt noch einen Lagen voll mit Weizen rein. Und wenn die Produktion läuft. Verdammt, ich wollte auch mal in mein. Siehst du, der Knopf funktioniert. Ach, herrlich. Wird denn auch das funktionieren? Ja. Ach nee, oder? Oh, da hier haben wir aber nie so eine Ecke. Habe ich das ja. Was? Also irgendwie könnt ihr nicht miteinander, ne? Kann das sein? Mal die Plane auf. Das ist irgendwie, ne? Wer ist denn hier eigentlich jetzt? Wieso fährst du so scheiße? Wenn man den jetzt irgendwie. Gegen die Tür auf, ne? Nö, dann ist da irgendwie gar nichts. Also, ich kann wieder erzählen. Wow, er hat gemerkt, dass er nicht mal richtig an der Reihe dran stand und ist ein Stück zurückgefahren worden. Oh, ich weiß auch nicht, was das hier alles auf sich hat. Achso. Ja gut,
Hör mal ab. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich hab's schon wieder vergessen. Jetzt wollen wir sowieso da oben gerade waren. Der fährt ja jetzt schon Bahn, ne? Sekunde mal. So, da bin ich da. Genau. Lass mal den mal hochfahren, da. Schneidwerk ist ja noch da. Also ist er fällt. 78 steht immer noch, ne? Sollte funktionieren, ne? Gut, fahren wir den einen dann auch rein und dann, ja, dann lassen wir das auch. Ich jetzt auch nicht gucken, hat sich eher nicht getan. Ist ja auf jeden Fall jetzt erstmal schon mal da drin, also was soll's. Wir können jetzt auch noch mal den. Dann machen wir das mit dem. Der wird der Ratte. Das ist wieder sowas, dass hier kommst du mit 900 Grad Lenkung so richtig bescheiden hinterher, ne? Aussteigen. So. Nehmen wir mal den Fendt. Mit denen hatten wir auch noch nicht vom Ladegang, ne? Ich war gerade einmal kurz irritiert, wo ich jetzt hin muss. Oh, aber das wird auch wieder, da können wir wahrscheinlich auch so einen Teil wieder hier in die. Wenn da jetzt überhaupt noch was reingeht, ne? In den Kompass da rein, ne? Wenn da denn noch was reingeht, aber dann müsste ja noch was reingehen, oder? Ja. Den kann man ja mit Stroh vollballern. Ah, schön.
Jetzt habe ich es nicht gesehen. Jetzt hat es einmal geruckelt und ich habe es nicht gesehen, weil jetzt hier. Aber nee. Aber ich speichere das auch nicht. Da ist nichts. Da ist keine Spitze. Ich weiß es echt nicht, was das ist. Ja, dann weiß ich es wirklich nicht. Ich werde jetzt irgendwie nicht auf blauen Dunst jetzt irgendwelche Sachen einfach mal so austauschen. Was jetzt wahrscheinlich nicht mal kaputt ist. Weil wie man jetzt ja nun festgestellt hat, ist hat es jetzt ja auch nicht an die an den M2 SSD hat es ja noch nicht gelegen. Aber gut, ich sage mal so, das hat jetzt ja. Wir haben Donnerstag heute, ne? Ja, stimmt, wir haben heute Donnerstag. Hat jetzt 5 Folgen gedauert, bis hat einmal kurz mal oder kurz wollte ich mal eben ne, geruckelt hat. Das ne? In der Vergangenheit öfter war. So, und jetzt sind wir schon voll. Im Endeffekt haben wir vom Feld eigentlich wirklich noch nichts von erholt, ne? Eieieiei. Naja, dann nehmen wir mal einfach mal den Kompass dann einmal voll machen, würde ich sagen. Ballern wir den Kompass da voll, alles wird ne, so viel Platz wie, wie ist, dann machen wir den voll. Also die ist ja diese selbstlenkenden Hinterrads. Ich meine, finde ich ja, sag ich mal, fürs Vorwärtsfahren ja gut, aber fürs Fahren echt kannst du ja völlig knicken, ne? Eigentlich eine Adam Hüsting können wir doch nicht auch hier rausfahren, ne? Weil hier haben wir auch eine schöne Ausfahrt gebaut. Ich weiß es gar nicht, habe ich das jetzt eigentlich überhaupt erwähnt, dass da jetzt überall Kurse sind? Was ist gerade?
Also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich da letzte Woche nicht auch noch was von erzählt habe oder so. Also im Großen und Ganzen gibt es schon Kurse. Ich habe auch schon Sackenproduktion ist auch eigener Fermenter, aber den hatten wir ja vorher schon. Buttermischer oder ne? Ja, Buttermischer. Da ist nochmal hier Dünger. Da ist die Düngerproduktion, genau. Richtig. Dieselproduktion und Komposter hat noch keinen eigenen Ordner. Okay, ja. Theoretisch läuft das fast von selber. Also diese Produktion musst du im Endeffekt auch oder brauchst du noch was hinbringen. Ich habe zwar auch so einen Abholpunkt, gibt es zwar auch, aber rein theoretisch brauchen wir den nicht. Also, MLS ist in 900 Grad echt zu viel. Ist ja. Nee, das ist zu viel. Wir können mal runtergehen wieder auf die normalen 600, so 600, 650 habe ich meistens. Denn da komme ich am besten so mit klar. Schön kalter Kaffee, oh herrlich. Kommen wir hier gerade noch? Einmal so eine Runde, ne? Hey. Wenn man überlegt, wie groß der Wagen eigentlich schon ist, ne? So. Aber ich möchte jetzt hier nochmal irgendwie Pokémon dabei jetzt nochmal in mitnehmen. Oh. Ja. Ja, gut. Hätte ich mir auch sparen können. Bevor wir jetzt noch mal zum Komposter fahren, weil wir haben zwar noch jede Menge Zeit oder jede Menge Platz, da brauchen wir noch nichts rein. Milch ist auch ein ganz bisschen da, oder? Also Wasser, okay. Futter könnte man eventuell noch mal wieder reindonnern. Trotz alledem einmal hier einmal Stroh und dann hier holen wir nochmal einen Wagen voll Futter. Geht ja doch alles da rein. Jo, das geht. Thank you.
Benefit frage ich mich eigentlich auch, warum ich jetzt eigentlich den Kuhstall genommen habe, ohne den Roboter. Weiß ich nicht, ob es jetzt mehr Sinn gemacht hätte, mit dem Futterroboter. Oh, Junge, Junge, Junge. Das hier ist schwer. Kommt hier aber gar nicht vorwärts, der Fan. Uiuiui. Obwohl er eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Er ist gar nicht so leistungsstark, muss ich sagen. Ich meine, er ist 200 sowieso. Jo, also 296, ja gut, er hat hier einen 348. Theoretisch hätte ich tatsächlich doch den nehmen sollen, den MF. Weil der ist auch noch leistungsstärker. Der ist auch ein bisschen. Das ist ja auch das Blöde, ne? Gibt den. Das ist auch nicht. Das stimmt doch nicht. Den gibt es auch mit mehr. Nicht mit 287. Den kannst du auch noch pimpen. Habe ich nämlich gesehen. Gibt es da einen Mod für, habe ich vergessen. 212 tatsächlich. Und wo sind unser kleiner Schnulli ja nicht drin? Hat der eine extra Kategorie oder? Ja, bei den LKWs ist ja nicht, ne? Bei den Autos auch nicht. Hä? Wo ist denn der jetzt eigentlich? Ach, hier also. Ja, stimmt, die beiden gibt es ja auch noch. Mit 142 und der 68 PS, genau. Wie viel ist jetzt drin? Ich könnte da noch zwei Wagen rein tun. Aber ich muss sagen, die sind sehr genügsam. Also so viel fressen sie gar nicht. Das geht ja eigentlich. Also wenn ich überlege, tatsächlich auf der Südhermann, da fressen die Kühe mir echt die Haare vom Kopf, echt. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich habe gerade immer schöner gesehen, wir sind schon bei 23 Minuten. Ah ja, das ist ja. Wir sind schon wieder fertig mit der Folge. Gut, dann machen wir hier noch einen Deckel drauf. Dann sagen wir danke fürs Zugucken und bis morgen, haut rein, ciao, ciao.